Platzwunden, offenbar keine Frakturen der Extremitäten, aber dringender Verdacht auf Leberruptur. Ja, ich bin der Arzt. Schicken Sie schnell einen Rettungswagen. Hol nur runter, fahr einen Kompressor und drück sie auf die Platzwunde. Los, Olli, schnell! Ja! Wohin? Drück sie auf die Platzwunde. Einfach drauf drin. Sie haben sie vor ein Auto getrieben? Ja, da ist völlig panisch weggerannt. Sie wollte gerade Rebecca alarmieren. Aber plötzlich dieses Auto. Ist sie tot? Nein, ich glaube nicht. Oh, und ich dachte, das wird ein guter Tag. Emilio hat die Diamanten rausgerückt. Tanja, das ist mir total egal. Bella hat sich nicht mehr bewegt, da war überall Blut. Was ist, wenn sie jetzt doch stirbt? Hätten wir ein Problem weniger. Oh, das ist nicht Ihr Ernst. Oh, bitte tun Sie nicht so, als hätten Sie ein Gewissen. Sie und Ihr Vater haben jede Menge Leute ins Unglück gestürzt. Davon ist aber niemand meinetwegen gestorben. Aber dazu ist Bella völlig unschuldig. Unschuldig? Dann hätte sich das kleine rothaarige Mädchen im Fundus mal die Ohren zuhalten sollen. Denn jetzt weiß sie, dass wir Diamanten gestohlen haben. Ich bin raus aus der Sache. Das ist völlig ausgeschlossen. Alexa, bleib hier stehen. Wenn die Kleine nicht quatscht, dann haben wir eine Chance. Was hat sie Rebecca erzählt? Dass sie glaubt, dass wir irgendwas mit den Diamanten gemacht haben. Sie hat sie auf die Mailbox gesprochen. Vielleicht hat sie die Mailbox ja noch gar nicht abgehört. Sorgen Sie dafür, dass es so bleibt. Und was ist mit Bella? Sie fahren jetzt ins Krankenhaus und finden heraus, ob sie sich erinnert. Ich soll ins Krankenhaus? Ja, weil wenn der Rotschopf uns verpfeift, dann ist nicht nur unser Plan, sondern unsere ganze Existenz im Arsch. Eine gebrochene Rippe hat die Leber perforiert. Die Sonographie im Rettungswagen hat es bestätigt. Wir brauchen ein CT. Justus, ist Rebecca zu Hause? Ich fürchte, dass sie im Augenblick nicht gestört werden möchte. Hat sie auch gesagt, wieso? Nun ja, eigentlich hat sie nicht sehr viel gesagt, als sie und ihr Begleiter nach Hause gekommen sind. Ah, Tim Helmke ist bei ihr? Eigentlich sollte das Mädchen das schon längst weggeräumt haben. Wenn man nicht alles selber macht, entschuldigen Sie mich. Justus, wollen Sie das dem Mädchen jetzt wirklich durchgehen lassen? Nein, Sie haben recht. Ich werde sofort mit dem neuen Mädchen reden und Sie auf Ihre Aufgabe hinweisen. Ja, machen Sie das. Rebecca, hier ist Bella. Ich muss dringend mit dir reden. Ich war gerade im Fundus und da habe ich gehört, wie Alexa mit Tanja telefoniert hat. Sie hat irgendwas von den Diamanten. Ihre Nachricht wurde gelöscht. Ich werde nichts sagen, wirklich. Natürlich wirst du das nicht. Weil ich dich nämlich sonst endgültig zum Schweigen bringe. Alexa, was ist denn los? Asthma? Hey, wo ist denn dein Sohn? Komm, ich bring dich ins Krankenhaus. Hey, geht's dir besser? Ja, ich hab eine Spritze bekommen. Warum hattest du denn keinen Spray dabei vorhin? Ach, weil ich schon ewig keins mehr gebraucht hab. Dina, dachtest du, dein Asthma heilt sich von selbst? Ich hab einfach vergessen, eins zu kaufen, okay? Wieso bist du eigentlich noch hier? Ja, sie hat mich auch gefragt. Hätte ich auch in der Bahnhofsmission abgeben können. Na ja, komm, was soll's, ich bring dich nach Hause. Ich komm jetzt allein klar. Lass mich einfach. Okay. Entschuldigung. Bella hatte einen Unfall. Sie wurde angefahren. Hat sie irgendwas gesagt, dass ich meine, wie das passiert ist? Sie ist bewusstlos. Bei überall Blut, Leberriss. Aber sie kommt durch, oder? Sie ist bewusstlos und nicht wieder aufgewacht. Warum macht sie das? Warum holt sie einfach von Auto? Ähm,
Können Sie mir vielleicht Bescheid sagen, wenn sich Ihr Zustand verändert? Wir machen uns alle wirklich Sorgen in der Firma. Klar. Ja, Rebeccas Mailbox habe ich gelöscht. Sehr gut. Was ist mit Bella? Sie wird gerade operiert. Sie ist nach dem Unfall nicht mehr aufgewacht. Das verschafft uns Zeit. Wir sollten die gefälschten Diamanten sofort auflegen lassen. Wie können Sie nur so zynisch sein? Und einfach so weitermachen, als sei nichts passiert. Ich habe sie nicht vor ein Auto gejagt. Wenn Bella stirbt, dann ist das meine Schuld. Wenn Bella redet auch, dann passt das mit ihrer Rache an Ansgar. Was sagt Ihr Gewissen dazu? Denken Sie an Ihren Vater, Alexa. Ansgar hat ihn auf dem Gewissen. Ganz abgesehen davon, dass er sie benutzt und verraten hat. Ja, danke, das habe ich nicht vergessen. Wie lange stehst du da schon? Lange genug, um zu sehen, dass du mal wieder in Schwierigkeiten bist. Komm. Wohin? Reden. Aber nicht hier. Ansgar, warum sind wir hier? Warum müssen wir ausgerechnet hier reden? Und worüber? Darüber, dass du gerade dabei bist, hier komplett die Kontrolle zu verlieren. Weil ich einmal vergessen habe, Asthma-Spray zu kaufen. Ist bei dir jetzt ein Helfersyndrom ausgebrochen? Ja, wer weiß. Immerhin habe ich dich ja gerade vor der Klapse bewahrt. Alexa, hör nicht auf Tanja. Lass dich nicht in irgendwas reinquatschen, was du gar nicht willst. Sie wird dich sowieso fallen lassen. Das ist meine Sache. Nein, es ist nicht nur deine Sache. Immerhin soll ich hier fertig gemacht werden. Und wofür? Ich meine, er ist tot. Du kannst ihm keinen Gefallen mehr tun. Ja, deinetwegen. Nein, nicht meinetwegen, sondern weil er nie aufhören konnte mit diesem ewigen Krieg. Willst du dieselben Fehler machen? Hat dieser ganze Mist nicht schon genug Opfer gekostet? Du bekommst doch bloß kalte Füße, weil Tanja und ich gewinnen. Gewinnen nennst du das? Vielleicht hättest du dich doch in die Klapse einliefern lassen sollen. Dann wärst du wenigstens vor Tanja sicher. Ansgar, was soll das hier werden? Wieder eine Liebeserklärung? Die auf dem Dach war irgendwie überzeugender. Alexa, glaubst du wirklich, dass du dich besser fühlen würdest, wenn du mich fertig machst? Egal, in welchen Schwierigkeiten du gerade steckst, nichts wird deinen Vater wieder lebendig machen. Soll er völlig umsonst gestorben sein? Darum geht's doch schon längst nicht mehr. Willst du dieselben Fehler machen wie er? Willst du alles verlieren? Was machen Sie denn hier? Sie sind nicht an Ihr Telefon gegangen und ich wollte sicherstellen, dass Sie keine Dummheiten machen. Haben Sie gedacht, ich gehe zur Polizei und sage denen, dass ich an Bellas Unfall schuld bin? So dumm sind Sie auch wieder nicht. Also raus mit der Sprache, was wollte er? Können Sie sich das nicht denken? Doch. Ich vermute, er hat Ihnen gesagt, dass Sie mir nicht trauen können. Das muss er mir nicht sagen. Das weiß ich selbst. Wahrscheinlich hat er ihnen auch vorgespielt, dass er sich große Sorgen macht und dass dieser ganze Krieg ihnen ihren Vater auch nicht zurückbringt. Ansgar hat Angst, Alexa. Er spielt ihnen vor, dass er ihr Freund ist. Aber in Wirklichkeit geht es ihm nur um sich selbst. Ach, und ihn nicht? Ich habe nie was anderes behauptet. Ich bin nicht ihre Freundin und ich will es auch weiß Gott nicht sein. Aber selbst mir ist aufgefallen, wie dreckig es ihm ging, als er seine Spielchen mit ihnen getrieben hat. Erst hat er ihnen den Vater genommen und dann auch noch ihre Selbstachtung. Wie lange wollen Sie sich noch Ratschläge von ihm geben lassen? Eigentlich waren wir bloß spazieren. Mir scheint, Sie sind gerade die, die Angst hat, dass ich ihn abspringe. Sie haben jetzt die einmalige Möglichkeit, Ansgar für all das bezahlen zu lassen, was er ihnen angetan hat. Diese Chance kommt vielleicht nie wieder, Alexa. Ich an Ihrer Stelle würde die Chance nicht verstreichen lassen.
Hat dieser ganze Mist nicht schon genug Opfer gekostet? Nichts wird deinen Vater wieder lebendig machen. Wirst du dieselben Fehler machen? Sie haben jetzt die einmalige Möglichkeit, Ansgar für all das bezahlen zu lassen, was er ihnen angetan hat. Diese Chance kommt vielleicht nie wieder, Alexa. Verschwinden wir da nicht einfach? Weil die Lahnsteins mir immer noch 90 Millionen schulden. Ich will nicht mit ansehen, wie du alles verlierst. Sind Sie soweit? Moment mal. Sind Sie soweit? Na, sieh mal einer an. Frau Berg, haben Sie vielleicht noch einen Wunsch, etwas Gebäck zum Tee? Frau Berg. Krieg gegen die Lahnsteins. Das war von Anfang an sowas von sinnlos. Aber du konntest ja nicht aufhören. Warum hast du nicht auf mich gehört? Hören Sie, ich wollte mit Frau von Lahnstein wirklich rein privat sprechen. So, und mit Tanja ein bisschen über die Toten reden, was? Zum Beispiel über Vincent Berg. Berg? Nie gehört. Jetzt bist du tot. Du verdammt noch mal immer alles besser wissen musst. Sie selbst haben mir die Leiche gezeigt, beziehungsweise das, was noch von ihr übrig war. Hören Sie, ich muss jetzt gehen, ja? Warten Sie. Alles, was Sie mit Tanja besprechen wollen, können Sie genauso gut mir sagen. Wir sind eine Familie, wir vertrauen uns. Wirklich? Sagen Sie mir, was los ist, und ich sorge dafür, dass Tanja Ihnen weitestgehend entgegenkommt. Ich habe mich verzockt im Casino. Ich brauche mehr Geld. Mehr Geld? Wofür hat Tanja Ihnen Geld gegeben? Es war gar nicht so leicht damals, auf die Schnelle eine Wasserleiche aufzutreiben. Ja, und dann auch noch den DNA-Test auszutauschen. Soll das heißen, der Tote, den wir begraben haben, ist gar nicht Vincent Berg?